Jetzt habe ich Druck. Man hat viel Kraft. Oh la la. Nein, komm, lassen wir das. Neue Saison, neue Spieler. Mal schauen, was der Schweizer Meister oben hat. Welche Spieler? Gut. Ich freue mich, wir haben dich zur Verfügung. Gregory Wietrich als Urgestein. Und Neuzuzug. Sandro Lauper. Gregory, du übernimmst. Wir testen heute testen. Kraft, Technik und Wissen. Perfekt. Ist bereit? Ist gut, ja. Okay. Dann konstant, 119, 120. Sandro ist grausam unter Druck. Oh, la la! Hey. Jetzt habe ich Druck. Ah, schlecht getroffen. Also gut, schauen wir, wer von uns hier den Käfer mehrmals trifft. Wir haben je drei Versuche. Let's go. Okay, let's go. Ein bisschen gegen runter. Dann kommt es gut. Aha. Man hat viel Kraft. Bro. Ah. Ja, da noch ein paar Fragen. Kannst du dazu deine Technik zeigen, ein bisschen jonglieren? Fangen wir an. Also. Nummer 1. Wie viele Einwohner hat die Stadt Bern? Boah, nur die Stadt Bern? Ich würde schätzen auf so 150'000. Nicht schlecht, es sind 142'000. Okay. Frage 2. Wie alt ist der Bärengraben? Da muss ich auch schätzen, ungefähr ja, etwas über 100 Jahre, 130, 140 so. Ja, 161 Jahre. Ah, ein bisschen mehr. Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Perfekt, wie schon gelernt. wie heisst das beliebteste Bad an Aare? Ja, das ist einfach Mazzilli. Ja, normal ist es einfach, wenn wir immer zusammen gehen. wie viel Meistertitel hat Ibe? Jetzt haben sie gerade 12 geholt. Und die Cup-Sieg? 6. Perfekt. Wann war der letzte Cup-Sieg? Ein Jahr nach dem letzten Meistertitel, 1987. Also noch eine eigene Frage an ihn? Weißt du. Nein, komm, lassen wir das. Das ist eine noch persönliche Frage. Mit wem hast du es am besten? Wer hat dich da am besten aufgenommen? Ja, es ist mit allen gut, aber ja, dann müsste ich schon fast der Fasi sagen. Okay. Es tut mir ein bisschen weh im Herzen, aber es ist okay. Muss aber nein, gerade nach ihm kommst du, ganz wow, klar. Wow. Hey, das habt ihr richtig gut gemacht. Schnelle Frage. Jetzt, am Sonntag ist die Revanche im Cup-Final. Habt ihr noch etwas offen? Wie sieht es aus? Ja, dann werden wir sicher uns sicher revanchieren für die bittere Niederlage. Also zwar nicht selber miterlebt, aber es geht um 3 Punkte und um die Tabellenspitze. Du bist jetzt schon mal Meister geworden. Ist mir da noch heiß? Wollen das nicht wiederholen oder schenkt dir jetzt diese Saison vielleicht den Basel-Titel-Rettung? Nein, auf jeden Fall nicht. Also wir sind heiß. Auch heiß aufs Spiel am Sonntag. Revanche. Und wir werden 3 Punkte und dass wir dann alleinig vor an Spitze stehen. Sandro, danke vielmals. Ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Saison. Hat mich gefreut. Mir auch. Hey, danke. Und ich muss noch etwas sagen. Als Berner kennst du Spiel recht gut. Tschüss. Der Meister hat seine Aufgabe meisterlich gelöst. Wir sehen uns bald wieder in St. Gallen. Tschüss zusammen.